Am 14. Februar besuchte der sächsische Landesvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB, Markus Schlimbach, die DGB-Ortsgruppe in der Gemeinde Erlau. Dabei ließ er es sich nicht nehmen, auch mit Bürgermeister Peter Arnert ins Gespräch zu kommen. Beide Gesprächspartner tauschten sich darüber aus, wie sich die ländliche Region zukünftig weiterentwickeln müsse. Schlimbach war das erste Mal zu Besuch in der Gemeinde. Er nutzte die Gelegenheit, das Flaggschiff der Gemeinde, den Mehrgenerationenbahnhof, zu besichtigen. Dort kam er mit der Vereinschefin des Generationenbahnhofs, den Mietern einer ambulanten Tagespflege und der im Einzug befindlichen Zahnarztpraxis ins Gespräch. Letztere lädt am 7. März zum Tag der offenen Tür.